Ja, Black Country New Road. Das erste Album hieß For the First Time. Und sie haben tatsächlich kurz drüber nachgedacht, dieses Album For the Second Time zu nennen. Das haben sie dann aber doch gelassen. Ants from Up There heißt es. Und vorstellen wird es uns erstmal jetzt der Stefan. Ja, sie hätten es vielleicht auch For the Last Time nennen können, aber dazu kommen wir dann später. Ich bin jetzt hier so ein bisschen für die Déjà-vu-Momente zuständig, denn es ist ungefähr ein Jahr her, dass wir über dieses Debüt gesprochen haben. Warte mal, ich so das schöne Bildchen noch gucken. Das waren wir vor einem Jahr, als wir über das Album gesprochen haben. Dieses Debütalbum ist am 5. Februar 2021 erschienen. Am 4. Februar 2022 ist dieses zweite Album gekommen. Und ich könnte jetzt natürlich alles wiederholen, was damals Thomas das Album vorstellte, gesagt hat über diese junge Londoner Band aus Anfang 20ern. Sieben Menschen, teils aus der Klassik kommen, teils Autodidakten, und ich könnte genauso wie er sagen, dass dieses Lied, das wir gerade gehört haben, nur einen Bruchteil des Klangspektrums wiedergibt, was sich dann tatsächlich auf dem Album findet. Das sich nämlich bewegt irgendwo zwischen Postrock mit Jazz-Einflüssen von Klezmer bis Kammermusik, alles drin. Diesmal nicht 6 Lieder in 40 Minuten, sondern 10 Tracks, Intro mitgerechnet, in ungefähr derselben Zeit. Manche Stücke 6 Minuten lang, das letzte, das in einer großen Gitarrenkakophonie endet, dann sogar 12. Was hat sich geändert? Das Debütalbum speiste sich größtenteils aus Songs, die diese Band wieder und wieder live gespielt hat, wieder und wieder live verändert hat. Wir waren uns damals alle sehr, sehr einig, dass es eine Band ist, die man definitiv auch mal live sehen sollte. Dann war dieser Stoff draußen und sie haben sich daran gesetzt, dieses zweite Album anzunehmen und konnten eben kaum spielen, aus bekannten Gründen. Das merkt man diesem Album an, das zurückgenommener ist, zurückhaltender ist, das an die Stelle von Klezmer fast so eine kleine folkige Attitüde setzt, das viel von Einsamkeit kündet. Man bewegt sich irgendwie in einem Zustand der persönlichen Isolation. Die Pandemie klingt an, Brexit klingt an. Es gibt nach wie vor diese Textmontagen von Halbe Brutz, dem unfreiwilligen Frontmann. Schönstes Beispiel Chaos Space Marine für die Uninitiierten. Chaos Space Marines sind solche Gestalten aus einem total nerdigen, analogen Spiel. Der Text endet dann aber irgendwann bei Billie Eilish. Es ist, auch das sagte Thomas damals, man könnte dazu sagen, es ist postmodern, wenn postmodern nicht einfach schon so alt wäre. Jetzt denkt man irgendwie, es klingt so ein bisschen wie ein Trennungsalbum. Trennungsalbum vielleicht eines Landes vom Kontinent, vielleicht auch einer persönlichen Trennung. Und dann platzte 4 Tage, bevor dieses Album erscheinen sollte, die kleine Bombe, das nämlich jener Isaac Woods aus persönlichen Gründen dieses Ensemble verlässt. Die 6 anderen wollen ohne weitermachen. Dadurch erscheint das natürlich alles in einem komplett anderen Licht. Es ist wieder ein total interessantes Album, sehr, sehr breit aufgestelltes Album. Ich persönlich habe das Problem damit, dass ich im Moment nicht so richtig auf die Kategorie spannen kann. Im Moment darf es gerne mal ein bisschen stumpfer sein. Isoliert bin ich genug, davon muss man mir nicht auch noch künden. Und darum habe ich persönlich gewisse Schwierigkeiten mit diesem Album. Es mag sein, dass im Sommer, wenn man mal wieder ein bisschen mehr unter Menschen kommt, ich das auch mal mit anderen Ohren höre. Im Moment habe ich noch starke Schwierigkeiten damit. Ja. Ja, ich habe tatsächlich in diesem Falle auch ausnahmsweise mal eine fast persönliche Geschichte, was die Rezeption angeht, weil das fand ich nämlich ganz interessant. Wir haben ja das Album, du hast es auch schon erwähnt, besprochen letztes Jahr. Thomas hat es uns vorgestellt. Ich hatte es, glaube ich, sogar das Thema sogar tatsächlich auch vorgeschlagen, weil ich es irgendwo gelesen hatte, dass das ganz spannend sein soll. Und habe das Album, glaube ich, auch gut besprochen, dann aber für mich persönlich abgehakt unter, ich höre es mir wahrscheinlich jetzt aber erstmal nicht mehr an und habe es dann auch wirklich lange nicht mehr angehört.
Und bin dann durch die neuen Tracks irgendwann vor ein paar Wochen darauf gestoßen, oh, da gibt es neue Sachen, das klingt ja spannend. Jetzt sollte ich mir vielleicht doch noch mal das erste auch noch mal anhören. Hab mir das erste noch mal auf mein Handy gezogen, hab's mir samstags morgens zum Frühstück angemacht und irgendwann gemerkt, ich hab's mir dreimal hintereinander angehört, das erste Album, und ich konnte es nie abbrechen, obwohl ich immer gemerkt habe, ich wiederhole mich, weil ich es so spannend und so klasse fand. Es waren immer einfach tolle Passagen. Ich habe mich also tatsächlich neu verliebt in die Band, erst vor ganz kurzem mich total auf das neue Album gefreut, wo ich auch dachte, oh, der neue Sound gefällt mir jetzt sogar noch besser tatsächlich als das auf dem ersten Album. Und dann ist die Karriere schon wieder vorbei, wenn man dann ein paar Tage vorher tatsächlich liest, ach, jetzt hat sich der Sänger getrennt. Das ist natürlich wirklich ein bisschen traurig. Der Sänger ist es ja, der dafür sorgt, dass die Band für mich ein bisschen klingt, als wenn die von mir sehr geliebten The Divine Comedy, da ist nämlich eine klangliche Ähnlichkeit einfach in der Stimme mittlerweile, insbesondere bei dem angesprochenen Stück Chaos Space Marine, das klingt total, als wenn The Divine Comedy nochmal als junger Musiker anfangen würde, mit Musikern von Arcade Fire eine etwas punkige Musikkarriere zu starten. Ungefähr so, finde ich, klingt nicht nur dieses Stück, sondern auch relativ große Teile des Albums, verbunden vielleicht noch mit so Post-Rock-Spannungsbögen, wie man sie unter anderem auch von Bands wie Sigur Rós kennt, aber auch ein bisschen die Einflüsse von Steve Reich. Ich finde das total genial. Die haben ein Stück, den Bread-Song, haben sie zum Beispiel die Atemtechnik von Steve Reich aufgenommen, der bei den Music for 18 Musicians eben auch so eine Passage hat, wo die Lungenkraft des Klarinettisten oder der Klarinettistin das Tempo vorgeben. Es gibt kein anderes Taktmaß außer der Lungenkraft quasi dieser Person, auf die alle achten müssen. Und so haben sie gemeinsam diesen Song entwickelt, dass sie geguckt haben, ohne sich wirklich ständig anzugucken, wann müssen wir den nächsten Takt machen. Also solche Elemente, die das Ganze auch so ein bisschen nerdig machen. Ich finde es grandios, für mich wahrscheinlich jetzt schon, ich sag's schon mal wieder vorweg, damit das nicht das beste Album des Jahres wird, für mich müssen sich die anderen Alben, die noch kommen, verdammt anstrengen, weil das hier ist einfach umwälzend grandios, haut einen um, macht Spaß, für mich persönlich jedenfalls. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen sagen. Thomas hat sich gerade noch stumm geschaltet, deswegen machen wir erst mal mit Jan weiter. Ja, ich mag es auch sehr. Also das sind halt wieder diese komischen Arbeiterklassen-Erzählungen, wie beim letzten Mal, diese unfassbar vielen Blechbläser, irgendwie alles so ein bisschen jazzig. Also da läuft ja wirklich auch alles von Lounge-Jazz bis wütend über episch bis absolut grandios mal irgendwie so durch. Dann Divine Comedy dachte ich tatsächlich auch zwischendrin, aber halt, ne, wenn sie ihr Material irgendwie nach ein paar Gläsern Guinness in so einem Pub zusammensuchen würden. Mhm. Was ich schade finde, ist, dass es so, also man muss es relativ betrachten, aber ich finde es sehr viel zugänglicher als das letzte Album. Und für mich war das Tolle am letzten Album auch, dass es mir halt nichts leicht gemacht hat, dass das so unfassbar sperrig und widerständig war, dass ich mich da wirklich durchkämpfen muss. Das muss ich jetzt nicht so sehr. Also es ist glatter, es ist nicht ganz so exzentrisch, und das, ja, finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Also es hätte durchaus noch ein bisschen eigenartiger sein dürfen, wie das letzte auch. Wobei ich tatsächlich, da würde ich tatsächlich einwerfen, ich finde, es ist weniger ruppig zum Teil, das auf jeden Fall. Aber ich finde, also diesem Album Exzentrik abzusprechen, ja, finde ich tatsächlich, Vergleich, also diese falsch. Diese Noise-Passagen vom letzten. Also ja, Noise-Passagen, aber es gibt ein Stück. Es gibt ein Stück hier, Snow Globes, da macht das Schlagzeug Sachen. Das kannst du nicht nebenbei hören. Wenn du das nebenbei hörst, geht dir das total auf den Sack, was das Schlagzeug macht, weil das so perkussiv immer so reinprommelt. Chaos Space Marine, ein Stück, wo sie ja zugegeben haben. Jede bescheuerte Idee, die sie hatten, haben sie in dieses Stück gepackt. Sie haben alle gedacht, das machen wir niemals. Sie haben jede Idee genommen, die sie hatten, und haben dann gesagt, ach, dann machen wir es einfach. Und das hört man im Stück auch an. Also es ist schon noch extrem verrückt, dieses Album. Ich finde, da muss man zumindest vorsichtig sein, dass es aus welcher Haltung heraus man diesem Album dann Exzentrik abspricht. Also. Ja, also fast jede andere Band wäre weniger exzentrisch als das, aber ihr letztes Album war noch ein bisschen eigenartiger. Deshalb, okay, ne? Gut. Ja, Thomas, bist du jetzt da? Ja, ich bin da auch bei Jan. Ich glaube, der Maßstab für dieses Album ist einfach das letzte Album. Das erste Album der Band hat mich schwer beeindruckt damals, in seiner Verspieltheit, die gleichzeitig gepuzzelt war, zugleich dynamisch und fesselnd, experimentell und doch hörbar irgendwie.
Ich war sehr gespannt auf dieses zweite Album. Das ist nicht ganz anders, aber eben doch. Und das sagt die Band ja auch bewusst. Das haben sie gewollt, dass es kontrollierter ist, konzeptioneller ist, dass es eben, dass die Songs mehr ineinander greifen, dass das hörbarer wird. Da gibt es Interviews, in denen die Band genau das sagt. Und vielleicht braucht diese Musik für den letzten Funken diesen Live-Einfluss, unter dem das erste Album noch viel mehr entstanden ist. Diesen Wahnsinn, dieses Unberechenbare. Ich finde, das zweite Album klingt jetzt ein bisschen braver. Es macht trotzdem noch großen Spaß. Aber, und das haben ja viele schon gesagt, auch ihr jetzt zum Teil und geschrieben, ganz viel wird von diesem brüchigen Gesang zusammengehalten. Ja. Für mich neben den sehr Lou Reedigen Bläsern. Wenn es den in Zukunft nicht geben wird, das finde ich schwer vorstellbar. Ansonsten, ich glaube, das ist ein Album, was Zeit braucht, sich zu entfalten. Das ist ein Album, was am Stück gehört werden möchte. Dabei schwimmt dann dieses zweite Album ein bisschen mehr weg als das erste. Ist aber nicht schlimm. Man kann da auch einfach mitschwimmen. Also ist trotzdem noch ein tolles Album. Das erste hat mich aber spontaner und gewaltiger überzeugt. Man muss vielleicht noch sagen, weil wir jetzt so oft davon geredet haben, dass dieses Album quasi nur im Studio entstanden ist, also gerade der zentrale Track des Albums, der Ihnen auch wichtigste Track, nämlich das fast 15-minütige Snow Globes, ist ein alter Live-Favorit, den Sie nur aufgehoben haben. Nein, das ist ja, es ist so, das sagen Sie auch in einem Interview, Sie haben das gesamte Material dieses Albums live erprobt, bevor Sie ins Studio gegangen sind. Das sind alles auch Live-Tracks, aber eben in einer sehr viel kürzeren Zeit als beim ersten das Album richtig, und genau, in sehr viel weniger Auftritten. Man darf jetzt tatsächlich gespannt sein, wie es mit der Band weitergeht. Die haben ja nicht das große Glück mit ihren Vokalisten, denn die Vorgängerband ist ja quasi nur dadurch auch auseinander oder hat sich verändert, weil sie sich von ihrem Vokalisten getrennt haben und oder trennen mussten. Und jetzt ist schon wieder der Vokalist weg. Ja, mal schauen. Sie wollen aber weitermachen, man darf gespannt sein. Wir geben erstmal Punkte. Stefan, du fängst an. Letztes Mal für dieses von euch so geliebte Album auch nur 3 gegeben habe, weil ich es einfach zu anstrengend fand, für zum Zuhause hören, müsste ich jetzt fairerweise 2 bis 3 sagen. Okay. Jan. Schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal gegeben habe. Konsequenterweise müsste es ja 1 Punkt weniger sein, aber da wir jetzt nicht nachschauen können, würde ich sagen 4 und ich vermute, beim letzten Mal habe ich auch 4 gesagt. Thomas? Ich vermute, ich habe beim letzten Mal sogar 5 gesagt, weil ich es ja auch vorgestellt habe. Ich bin jetzt erstmal vorsichtig bei 3,5. Vielleicht ändert sich das später noch. Also nicht während der Sendung, irgendwann. Ja, ich habe es ja schon gesagt, 5 Punkte, darunter könnte ich es nicht machen. Dieses Album jetzt schon Anwärter für mich, wahrscheinlich Album des Jahres. Mindestens wird es dabei sein, denke ich.